Neue Entdeckungen, etablierte Talente, eine Auswahl, das ist der Titel der heutigen Ausstellung, initiiert von zwei tollen Frauen. Was die beiden Frauen, Eva Helena und Frida Kappig, verbindet, das ist nicht nur die Sympathie füreinander, sondern natürlich die große Leidenschaft für die Kunst. Eva Helena kennt beide Seiten des Kunstbetriebes. Sie malt selbst schon seit vielen Jahren, verkauft ihre Bilder auch weltweit. Das reichte ihr aber nicht. 2015 hat sie eine eigene Galerie gegründet. Neben zahlreichen Ausstellungen von bereits etablierten Künstlern schlägt ihr Herz auch für die jungen Talente, die sie auch mit viel Leidenschaft fördert. Ich weiß, wie schwierig es sein kann. Dann hat man endlich das Bild seiner Träume und dann der passende Rahmen. Und das ist wirklich verdammt schwierig, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und da reicht es nicht nur, dass man mit Holzleisten umzugehen weiß, mit Vergoldung etc. Nein, man braucht den Blick für das Ganze. Und liebe Frida, den hast du. Botschaft heute für Sie ist es, dass Sie etwas finden, wo Sie morgens aufstehen, die Treppe runtergehen und Sie sagen, ja, es ist mein Bild und ich freue mich, hier in diesen Räumen das gefunden zu haben.